Am 13. November hatten Vertreter der AfD-Landtagsfraktion die Medien zu einem Gespräch zum Thema Integration in Schwerin in das Büro der Flüchtlingshilfe nach Neu-Zippendorf eingeladen. Mit dabei Mitglieder der Verwaltung, der WGS und der Flüchtlingshilfe. Im Vorfeld gab es Irritationen um die Teilnahme der Presse. Auf Anweisung der Stadt durfte diese die Veranstaltung nicht begleiten. Laut Pressebüro der Stadt Schwerin handelte es sich um eine interne Gesprächsrunde. Uns interessiert ja grundsätzlich, wie ist die Situation hier in diesem Flüchtlingsbüro, wie ist die Situation in Bezug auf die Flüchtlingsbetreuung, auf die Integrationsmaßnahmen der Stadt Schwerin. Und uns gegenüber ist man sehr offen aufgetreten. Es ist eine sehr angenehme Gesprächsführung. Wir stellen gegenseitig Fragen, beantworten diese und aus dem Gespräch heraus ergeben sich natürlich neue Fragen. Am 11. November hatte der Sozialdezernent der Stadt Andreas Rohl in der Sitzung des Ortsbeirats Neu-Zippendorf über die Schwierigkeiten bei der Integration der geflüchteten Menschen berichtet. Hören Sie bitte auf, die Besucher zu filmen. Sie haben sie nicht gefragt, ob die gefilmt werden möchten. Es hieß, sie filmen nur dorthin, sonst zeige ich sie an. In der Sitzung kam es zum Eklat. Dem Team von TV Schwerin wurde verboten, die Gäste im Saal zu filmen, obwohl es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelte. Vielen Anwesenden ging es an diesem Abend vor allem um Stimmungsmache mit rechtspopulistischen und ausländerfeindlichen Parolen. Viele Bewohner fühlen sich allerdings angesichts der jüngsten Ereignisse im Stadtteil um den verhafteten Bombenbauer Yamin A. nicht sicher. Ich kann hier nicht für alle Menschen sprechen, aber zu uns kommen natürlich viele ältere Leute, die Angst haben, gerade ältere Frauen haben verstärkt Ängste. Ich will jetzt hier nicht alle Flüchtlinge pauschalisieren, aber es gibt natürlich, so wie es unter Deutschen einen gewissen Prozentzahl Kriminelle gibt, gibt es dort auch einen Prozentsatz Kriminelle. Die AfD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern hat nach der Bundestagswahl ihre Ausdrucksweise deutlich gemildert. Fakt ist aber auch, 2 Wochen nach der Verhaftung des mutmaßlichen Täters Yamin A. informierte sich keine der anderen Fraktionen im Landtag vor Ort in Neu-Zippendorf. Auch die Stadt Schwerin hielt sich bisher bedeckt. Als die Medienvertreter nun vor verschlossenen Türen ausharren mussten, gab es zumindest das Versprechen der Stadt, in Kürze eine Presseveranstaltung zu organisieren. Die AfD nutzt die Zurückhaltung der Politik für die eigene Profilierung. Jemand, der die Absicht hat, hier irgendwie Bomben zu bauen und irgendwelche Anschläge zu planen, der wird das auch machen. Da spielt also gar keine übergeordnete Rolle, ob man da Integrationsmaßnahmen durchführt oder nicht. Und deswegen ist der Appell einfach an die Landesregierung, eben sich noch mehr für eine personelle Verstärkung der Landespolizei und eben auch eine Verstärkung der technischen Mittel. Und dazu gehört für mich eben auch eine technische Überwachung, in welcher Form auch immer. Als der 19-jährige Syrer Yamin A. von der Polizei verhaftet wurde, war er gerade dabei, den hochexplosiven Sprengstoff TATP in seiner Wohnung in Neu-Zippendorf herzustellen. Die tödliche Mischung besteht aus meist frei zugänglichen Chemikalien. Der Verfassungsschutz wurde durch Internetbestellungen des Verdächtigen auf Yamin A. aufmerksam. Die Kommunikationsüberwachung hat in diesem Fall Menschenleben gerettet, dank der Sicherheitsbehörden des Landes und des Bundes. Die Forderung der AfD nach mehr Überwachungsstaat findet in der Praxis also längst Anwendung. Auch weitere Forderungen der Alternative für Deutschland werden von den Regierungsparteien in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern längst umgesetzt. Den Zuzug erstmal zu stoppen wäre ein Mittel, um erstmal einen Haltepunkt einzulegen, damit wir den Leuten, die hier schon sind, erstmal dementsprechend helfen können, die Integration von den Leuten, die hier schon sind, erstmal vorantreiben können. Und wenn das abgeschlossen ist, wenn das funktioniert, dann kann man eventuell darüber nachdenken, ob man da weiteren Zuzug zulassen möchte. Aber solange die Probleme jetzt nicht mehr handelbar sind, macht es ja keinen Sinn, noch mehr Leute hierher zu holen in diese Stadt. Die Flüchtlingsbewegungen Richtung Deutschland sind längst eingedämmt. Jetzt geht es um die Integration der Berechtigten und um Rückführung der abgelehnten Asylbewerber. Wenn hier das politische Spielfeld der AfD überlassen wird, wird die Demokratie langfristig Schaden nehmen. Sobald die AfD Wähler braucht, wird auch der Ton wieder rauer werden.